Gerüchte um einen Wechsel von Robert Lewandowski zu Real Madrid reißen trotzdem endlich beider Seiten nicht ab. Die Marca will sogar wissen, dass die Verhandlungen zwischen Lewandowski und Real so weit fortgeschritten sind, dass sich die Bayern bereits nach einem Nachfolger umsehen. Dabei soll Leipzigs Timo Werner ganz oben auf der Liste stehen. Angeblich soll man auch über einen internationalen Coup nachdenken und zusammen mit Trainer Mauricio Pochettino Harry Kane von den Tottenham Hotspur holen. Fernab aller Spekulationen, die Münchner wollen ihren Topstürmer unter keinen Umständen ziehen lassen, zumal der Vertrag des Polen noch bis 2021 läuft. Wenn überhaupt, könnte Bayern bei einem Angebot von weit über 100 Millionen Euro ins Grübeln kommen. Wie die französische Zeitung Le Parisien berichtet, soll Unai Emery bei Paris Saint-Germain nach dem Aus in der Champions League keine Zukunft mehr haben. Als absoluter Favorit der PSG-Bosse gilt Liverpools Jürgen Klopp. Allerdings brauchen die Verantwortlichen die Überlegungen nach derzeitigem Stand wohl nicht weiter vertiefen. Auf Sport1 Nachfrage hat Klopp-Berater Marc Hoseke die Gerüchte dementiert. Trotz erst kürzlicher Vertragsverlängerung steht Jean-Philippe Tchouaméni vor dem Abgang bei Mainz 05. Man habe verlängert, um ihn noch teurer zu machen. Mainz müsse wirtschaftlich denken, so 05-Manager Ruven Schröder. Neben einigen Clubs aus dem Ausland soll auch der FC Schalke Interesse am Ivora haben.